Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Regelmäßige Zuschauer erwarten jetzt einen Vlog, wie ich es normalerweise mache. Heute gibt es mal was anderes. Heute möchte ich ein Problem lösen. Für euch und mit euch natürlich. Ich möchte nämlich heute meinen Koffer packen wie Marie Kondo. Marie Kondo kennt natürlich jeder. Die hat dieses Ordnungssystem erfunden in Schubladen, aber auch eben in Koffern. Und mein Problem ist folgendes. Ich habe einen Trolley, der ist viel zu groß und der geht mittlerweile auch ein bisschen kaputt. Jetzt bin ich alle 14 Tage bei meiner Freundin, muss dafür 300 Kilometer fahren und brauche demzufolge natürlich einen Koffer und ein paar Sachen für 2 Tage. Ich weiß nicht, wie ich es mache, aber ich packe immer so viel da rein, obwohl ich nur das Nötigste mitnehme, dass der immer rippelrappel voll ist. Also mit dem Koffer können wirklich 2 Leute problemlos 14 Tage nach Teneriffa fliegen. Und jetzt geht der Koffer langsam kaputt. Der hat mich sowieso schon immer gestört, weil er viel zu groß ist und meinen ganzen Kofferraum ausfüllt. Und ich habe auf dem Dachboden noch einen viel kleineren Trolley. Der ist noch ganz neu, kaum benutzt, weil ich immer gedacht habe, den brauche ich gar nicht erst auszuprobieren. Der ist so klein, da passt das sowieso alles nicht rein. Jetzt muss ich das ausprobieren, jetzt möchte ich das ausprobieren. Und wie gesagt, mit der Falttechnik der Klamotten, laut Marie Kondo, möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren, ob wir alles, was in dem riesengroßen Koffer normalerweise drin ist, auch in den kleinen reinpasst. Viel Spaß mit dem Video. So, hier nochmal die Übersicht, was alles mit muss. Wir fangen oben links an, mein Laptop, weil ich das YouTube-Video noch schneiden muss, mein Handy-Ladekabel, mein Notizbuch, 5 Dosen Hundefutter, dann haben wir in der 2. Reihe 3 Pullover, 3 T-Shirts, 2 Unterhosen, 2 Paar Socken, Schlafanzug und unten rechts dann noch eine Jogginghose und eine Jeanshose. Ich habe alles, so wie es im Schrank lag, wie ich die Falttechnik schon als Kind gelernt habe, zusammengefaltet. Und das versuchen wir jetzt erstmal, damit wir einen Vergleich haben, nochmal in den alten Koffer reinzubekommen. Früher war meine Falttechnik bei T-Shirts so, das habe ich, sieht man hier auch noch die Linien, habe ich von meiner Großmutter und meiner Mutter schon gelernt. Das macht man einmal so und dann kann man, um Platz zu sparen, das Ganze so ein bisschen dritteln. So, und dann sieht das Ganze ungefähr so aus. So, nach Marie Kondos Technik hat sie das T-Shirt andersrum hingelegt, man soll es aber auch hier dritteln. Das kann ich ja jetzt schon mal machen und dann wird der Ärmel hier zurückgeschlagen und wenn man sich dann die Spitzen zurückholt, klappt sich der Ärmel genauso um und dann soll man das Ganze einmal so falten, dass hier vorne ein kleines bisschen überlappt und dann nochmal, natürlich ohne Falten, hier einmal dritteln und nochmal dritteln. Und dann wird das Ganze, ihr seht schon, das ist schon viel kleiner, und dann wird das Ganze hochkant in den Koffer reingestellt. Bei dünnen Pullovern habe ich das bislang genauso gemacht wie mit dem T-Shirt. Ihr seht auch schon wieder hier und hier die Linien, weil das ja vorher schon gefaltet war. Da wurde das so umgelegt und hier vorne wurde der Ärmel dann einmal so umgeklappt und hier draufgelegt. Das Ganze mit der anderen Seite genauso. Bisschen überlappen, Ärmel umschlagen, so rum wieder zurück und dann eigentlich in der Mitte falten. Da meine jetzt relativ lang sind, mache ich es einfach 2-mal falten, damit ich so ein richtiges Viereck habe. So sieht meine Technik momentan aus. Marie Kondo macht es auch hier relativ ähnlich. Hier haben wir aber auch den Pullover wieder andersrum aufgestellt. Auch hier wird, ähnlich wie bei mir, das Ganze etwas dünner, etwas kleiner umgeklappt. Beim Ärmel kommt jetzt hier schon die erste Veränderung. Hier wird nämlich nur so halb umgeschlagen und dann nur so ein Zipfel hier rüber. Da gibt es schon die erste Veränderung zu meiner Falttechnik. Das gleiche machen wir hier auch. Hier wird der Ärmel dann zurückgeschlagen, hier bis zur Kante und hier bis zur Kante
und das wird umgelegt. Dann wird das Ganze wieder halbiert, ungefähr, so dass wir wie beim T-Shirt auch hier vorne noch so einen kleinen Rand haben. Und dann kann man das Ganze nochmal halbieren und dann auch wieder hochkant in den Koffer stellen. So, jetzt kommen wir wieder zu den Jeanshosen. Das war bei mir immer relativ klar. Einmal in der Mitte falten und dann habe ich das versucht, einfach hier auch einmal umzuschlagen und zweimal umschlagen und dann passt das ganz gut in meinen Schrank rein. Ist aber natürlich riesengroß, wenn man das mal so überlegt. So, bei Marie Kondo auch natürlich erstmal in der Mitte zusammenfalten und dann wird es hier aber anders. Hier wird es einmal geteilt bis oben fast zum Bund. Haben wir auch wieder diesen kleinen Rand hier vorne und dann wird es gedrittelt. Und da merkt ihr schon, dass wir schon deutlich kleiner werden. Das kann man dann hier auch noch so ein bisschen rumklappen. Und dann wird das auch wieder hochkant in den Koffer gestellt. Jetzt kommt natürlich der spannende Part. Wir haben jetzt den kleinen Trolley und da versuchen wir jetzt alles, so wie im Video beschrieben, hochkant in den Koffer reinzustellen. Da war es vielleicht schon ein kleines bisschen zu hoch, aber es geht darum, dass man das so hochkant nebeneinander stellt. Und damit sieht man schon, auf was das Ganze hinausläuft. Es wird natürlich alles viel besser ausgenutzt. Es steht jetzt oben noch über, aber ich denke, das kann man nachher dann beim Zumachen des Koffers noch ganz gut hinbekommen. T-Shirts könnte man vielleicht sogar hier vorne so reinmachen. Da habe ich nämlich jetzt auch noch Platz. Das sind so richtige kleine Würste. Eins machen wir noch hier rein. Und eins noch hier. So, Unterhosen finden jetzt hier vorne noch Platz, die Socken ebenfalls. Jetzt kommt natürlich das Equipment, Ladekabel, ich habe das Hundefutter, kann man ein bisschen auffächern, dann hat man mehr Platz, Laptop obendrauf, es steht über, aber meine lieben Freunde, der Reißverschluss geht ohne Mühe zu und wir haben es geschafft. So, wie ihr gesehen habt, ich habe alles in den Koffer reinbekommen. Ich bin echt erstaunt. Es hat alles ein kleines bisschen kleiner gemacht, jedes einzelne Kleidungsstück. Und durch die Technik, dass man es hochkant hinstellt, bekommt man eben auch viel mehr hin. Ich glaube, wenn ihr es nochmal im Vergleich seht, der alte große Koffer, da war wirklich relativ schnell schon nach der ersten oder zweiten Lage alles voll. Und in dem kleineren Trolley, durch die Hochkantstellungen, hat alles viel besser reingepasst. Also, ich hoffe, ich habe ein Problem gelöst. Meins ist auf jeden Fall jetzt gelöst. Ich bin so froh, dass ich jetzt in Zukunft nur noch mit dem kleinen Trolley unterwegs sein muss. Und ich hoffe, ihr habt das auch mal ausprobiert oder ihr könnt das in Zukunft auch für euch nutzen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat, ob auch ihr diese Technik schon mal angewendet habt und wie es bei euch geklappt hat. Ansonsten lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonnieren wäre natürlich ganz super. Ja, und wenn ihr mehr sehen wollt, gibt es nächsten Sonntag um 8 Uhr morgens hier an der gleichen Stelle wieder ein Video von mir. Dankeschön, macht's gut.